Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. SOS, die Familie retten, heißt Europa bewahren. Unter diesem Motto fand bei dem Kongresstreffpunkt Weltkirche, den das Hilfswerk Kirche in Not veranstaltet hat, eine Podiumsdiskussion statt. Dem Ruf und Plädoyer für den Schutz der Familie im christlichen Sinne schlossen sich neben Geistlichen und Intellektuellen auch bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an. Moderiert wurde das Podium von Karin Fennbert und Stefan Bayer. Auch ohne die Väter geht es mit dem Erziehen nur sehr viel schwerer. Die Familie braucht seinen Schutz. Sie braucht auch das Opfer. Sie braucht auch den Einsatz des Mannes. Ihr christlichen Männer, steht doch auf, schließt euch doch zusammen, trommelt, ruft laut. Wozu habt ihr denn eure lauten Stimmen bekommen von Gott? Lasst euch doch nicht in die Ecke drängen, wie die kleinen Buben jetzt schon. In der Sonderschule, die Sonderschule hat 75% kleine Jungen und nur 25% Mädchen. Wohin haben wir denn da die Jungen gedrängt und wohin drängen wir sie als Erwachsene, bis sie sich ducken und plötzlich explodieren? Nein, ihr Männer, die euch anvertraute Familie ist in Gefahr. Ihr seid gefragt als Väter. Mütter müssen deshalb während der Schwangerschaft auf den so außerordentlich hohen Wert ihrer Gegenwart bei den Babys und ihrer Mühwaltung in der Phase der Ausgestaltung des Gehirns nachhaltig informiert werden. Und Mutterschaft müsste deshalb in unseren so bedrohten Situationen unbedingt ein von der Gesellschaft finanziell getragener Beruf mit Rentenanspruch sein, wie unser Freundeskreis das bisher vergeblich seit 20 Jahren in Regierungen abgefordert hat. Eine zweite zentrale Aufgabe für eine gesündere Gesellschaft müsste deshalb in der Überwindung des destruktiven Feminismus bestehen. Die militanten Feministinnen sagen es unverblümt, wir kämpfen nicht nur um ein wenig Quote, nein, nein, wir wollen die Macht über die Männer. Und die von ihnen beschworene Männin ist nun ja auch längst installiert. Aber mit ihr lässt sich Zukunft nicht gewinnen. Ein hoher Prozentsatz der 40-jährigen Akademikerinnen hat keine Kinder. Was hülfe das denn, wenn sie die ganze Welt gewönnen und richteten doch Schaden für unsere Zukunft an? Machtkämpfe zwischen den Geschlechtern, meine lieben Freunde, haben uns keinen Segen gebracht. Den kann allein die Liebe und das heißt die gegenseitige Akzeptanz von Mann und Frau über ihre hormonell angelegte Unterschiedlichkeit und die gegenseitige Achtung voreinander sowie die Großmut, mit den Fehlern des anderen lebenslänglich leben zu wollen, erbringen. Dann kann man wirklich lebenslänglich Ehe halten, wenn wir diese Großmut entwickelt, mit dem Schnarchen von Vater und er mit unserer Quasselstrippe zu leben. Ich will nur das Allerwichtigste schnell noch erwähnen. Eine pflegliche Beschränkung des Fernsehkonsums und des Surfens im Internet in den Familien ist praktisch dringend Not. Man sollte die Kinder... Man sollte die Kinder, die Programme nicht wahllos einschalten lassen. Man sollte das Fernsehen nicht im Familienzentrum, im Mittelpunkt platzieren. Man sollte ihn nicht ständig laufen lassen. Und man sollte die Computernutzung vorsorglich mindern. Besser ist es mit den Kindern, allenfalls gemeinsam fernzusehen, um das Gesehene dann auch zu kommentieren und mit ihnen darüber orientierende Gespräche zu führen. Frühzeitig muss auf dem Abdriften der Pubertierenden in den Jugendsex, der so viel Schaden angerichtet hat, so viel Unfähigkeit zu gebären hervorgerufen hat und in die Disco-Welt vorgebeugt werden. Am besten funktioniert das, wenn man ihnen bereits im Grundschulalter dazu verhilft, auf ihren speziellen Begabungen ein Hobby aufzubauen, je nach Interesse der Kinder, auf sportlichen, musikalischen, technischen, sozialer Art. Denn mit Verboten allein ist gegen die massive Verführungsmöglichkeit im Jugendalter gewiss nicht beizukommen. Darüber hinaus müssen die Kinder in diesem Alter durch unermüdliche Bemühungen ihrer Eltern Lebensweise lernen, die ihre Kultivierung fördern. Das geht am besten über eine tägliche Tischgemeinschaft,
Am besten zur Abendbrotszeit. Die Wichtigkeit der Tischgemeinschaft nach einem Dankgebet kann heute gar nicht genug betont werden. Darauf sollte man im Fast-Food-Zeitalter auf gar keinen Fall verzichten. Die Kinder brauchen ihre Eltern, ihre orientierenden Eltern, wie nie in keiner Zeit je. Aber was in meiner Vision einer christlichen Kulturrevolution und der Sanierung einer gesunden Gesellschaft darüber hinaus unumgänglich ist, ist die Reanimierung des christlichen Geistes in der Schule und in den Ausbildungsgängen im Computerzeitalter durch Elternprotest. Müssen wir unsere Kinder in diesen Schulen so elendig verderben lassen, indem sie im Religionunterricht ihnen der Glaube abgetrifiert wird? Weder gleichmacherische Kollektivierung noch elend verköpfte, verintellektualisierte Dressur kann der Erziehung zum Menschen angemessen sein. Neben einem sanierten, gestrafften Lern- und Ausbildungsprogramm sollte die neue Schule Raum geben für das dem Menschen spezifisch notwendige, ethische, am christlichen Glauben ausgerichtete Orientierung und Beachtung seiner Individualität. Der Mensch ist doch keine Ameise, meine Damen und Herren. Gesunde seelische Entfaltung, ja überhaupt Zukunft, wird es nur geben können, wenn sich der Mensch von seinem Größenwahn abkehrt, wenn er sich wieder nach Gott auszustrecken beginnt, auf das Ziel zu, dass das Reich Gottes, das der Liebe auf Erden wachsen möge. Jeder von uns hat diesen Auftrag. Jeder von uns an seinem Platz mit seinen spezifischen Gaben zu dieser Entscheidung müssen wir jetzt angesichts dieser unserer bedrohten Situation aufbrechen. Nur mit dem Aufwachen unserer Bevölkerung, nur durch Sie persönlich, meine Freunde, und mit einem neuen, vom Werenfried von Straten angehauchten Geist, mit einem neuen, durch die Kirche einhellig unterstützten Bewusstsein über die uns Europäer bedrohte Gefahr, kann es möglich werden, unsere trägen, schläfrigen Wohlstandsegoismen zu überwinden, sodass die Verantwortung für das Ganze, für das Seelenheil und die Zukunft aller wieder in unser Blickfeld rückt. Und das kann nur unter täglichen Bitten um Kraft, um Gottes Erbarmen geschehen. Denn nur durch seine Gnade haben wir Aussicht, dass wir Zukunft, dass uns Zukunft zuteil wird. Denn unsere Situation ist ähnlich bedrohlich wie die, die uns Reinhold Schneider 1944 unmittelbar vor dem furchtbaren Bombenkrieg war und dennoch hoffnungsvoll ins Stammbuch schrieb, und damit will ich schließen. Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt und Menschen Hochmut auf dem Markte feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen. Bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und aus den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen wieder sich mit Leben füllen. Das wünsche ich uns für unser Land und für Europa. Den braucht man eigentlich auch kaum vorstellen. Eva Herrmann, herzlich willkommen. Ehemalige Tagesschausprecherin, Talkmasterin, Quizmasterin, in Hamburg lebend, zum vierten Mal verheiratet, konfessionslos, einen Sohn. Besonders in die Medien geraten durch die letzten beiden Bücher, das Eva-Prinzip und das Prinzip Arche Noah. Frau Herrmann, ich muss diese Frage hier stellen, weil es auch im Vorfeld bei uns, zumindest auch bei mir im weiteren Vorfeld, immer wieder kritische Fragen gab, warum wir Sie hier einladen. Ich vergleiche das mal mit Saulus Paulus. Die ersten Christen taten sich auch schwer, dem Paulus abzunehmen, dass er denn jetzt nun wirklich sich bekehrt hat. Und so tun sich auch manche schwer,
Ihnen abzunehmen, eben weil Sie eine solche Karriere gemacht haben, dass Sie sich plötzlich für eine neue Weiblichkeit einsetzen, für familiäre Bindungen. Wie schwer trifft Sie ein solcher Saulus-Paulus-Vorwurf, also dass man Ihnen die Bekehrung vielleicht doch noch nicht so ganz abnimmt? Und was antworten Sie darauf? Also zunächst kann ich das sehr gut verstehen, dass das nicht sehr einleuchtend auf einen Schlag ist. Ich habe neulich gehört, eine schöne Bezeichnung, nicht vom Saulus zum Paulus, sondern von der Saula zur Paula. Passt gerade, wenn wir über Feminismus sprechen, vielleicht in diesem Zusammenhang etwas besser. Und da ich selber ja leidenschaftliche Karrierefrau war und ich bin das geworden, weil ich in der Zeit des aufblühenden Feminismus groß geworden bin und als ich antrat, nach dem Abschluss der Schule meinen Beruf zu ergreifen, da tönte es von allen Seiten, los Frauen, holt euch alles, geht nach vorne und verwirklicht euch und überholt die Männer und ihr könnt alles besser als die Männer. Wir können wahrscheinlich wirklich alles besser als die Männer, aber wir können es nicht gleichzeitig. Und das ist der Trugschluss gewesen, dem ich auch aufgesessen bin. Nochmal, ich habe diese Karriere sehr genossen. Es ist ja überhaupt nicht so gewesen, dass ich unter Druck gesetzt wurde, sondern ich alleine aus freien Stücken habe gesagt, ich will das. Aber mir hat man damals nicht gesagt, dass das nur die eine Seite ist, dass es auch noch eine andere Seite gibt. Und wer mir das heute nicht abnimmt, den kann ich verstehen. Nun, der wird schon irgendwann dahinter kommen, dass er nicht anders kann, als mir das abnehmen zu müssen. Denn mir sind heute die jungen Frauen wichtig, auch die Älteren, auch in meinem Alter die Frauen. Aber die Jungen, die heute starten und die ein Getöse um die Ohren haben, das einzig und allein aussagt, ihr müsst erwerbstätig sein, ihr müsst Karriere machen, ihr seid besser, hier habt ihr noch ein Gender, ihr habt kein weibliches Geschlecht, ihr habt jetzt ein Gender, das könnt ihr auswechseln, wie ihr wollt. Und die Männer sind auch gar keine Männer mehr. Ich meine, eine so verdrehte Welt, in die man gerät als junge Frau und kaum Orientierungshilfen hat, außer man ist auf christlicher Ebene unterwegs, was ja auch heute nicht selbstverständlich ist. Und selbst da ist es ja oft nicht selbstverständlich, über diese Themen so deutlich zu reden. Und das ist der Grund, warum ich laut werde und warum ich das auch weitermachen werde, egal ob nun der ein oder andere glaubt, dass das ein Umschwung ist oder nicht. Ob es echt ist oder nicht. Ist egal. Man muss ja auch sagen, Ihre strikte Haltung hat Sie freiwillig die Tagesschau und unfreiwillig den NDR die Talkshow gekostet. Also das ist schon ein herber Verlust. Wie sind Sie zu Ihrer Einstellung gekommen, dass es für die Kinder optimaler ist, bei der Mutter, bei den Eltern groß zu werden, anstatt in der Kinderkrippe? Denn dafür kämpfen Sie ja auch immer wieder heftig. Nun, das hat mir tatsächlich zunächst sogar selbst eingeleuchtet, bereits als kleines Kind mit zwei weiteren Geschwistern in einer Hoteliersfamilie, wo meine Mutter viel arbeiten musste und uns Kinder schon auch oft alleine überlassen musste. Und es ist manchmal nicht ganz einfach gewesen. Sie war so nah und doch so fern. Wir kamen nicht an meine Mutter ran. Und wir haben auch später im Erwachsenenalter Diskussionen mit ihr darüber gehabt. Und es gab durchaus Vorwürfe. Und ich weiß, dass meine Mutter das Beste wollte, aber gar nicht anders konnte. So wie viele Frauen, die meisten Frauen heute auch das Beste wollen, indem sie sich aufreiben und diesen Spagat leisten. Und ich weiß, dass andere Kinder, die eine noch herbere Mutterentbehrung, einen Muttermangel leiden müssen, wirklich, so wie Christa Mewes es gerade sehr treffend gesagt hat, nachgewiesenermaßen, da braucht man gar keine Wissenschaftler, man kann ja auch einfach rumschauen oder sogar in sich selbst hinein, dass man im weiteren Verlauf des Lebens Probleme kriegen kann. Bindungsprobleme, schauen Sie mich auch an, Bindungsprobleme, aber auch Probleme mit den Menschen oder mit den eigenen Kindern oder auf allen Ebenen. Und als mein Kind schließlich selbst geboren war und ich ja nun diesen Stillvortrag gehört hatte und inzwischen dann auch selber recherchierte und auch Kongresse besuchte, zum Teil mit meinem Kind hier im Beutel, da stellte ich fest, das ist ein Thema, das wir in der heutigen Zeit viel deutlicher besprechen müssen, weil im Zuge des Feminismus und im Zuge der Glorifizierung der Erwerbstätigkeit der Frau über das Wohlergehen der Kinder überhaupt gar nie gesprochen wird.
angesichts, dass wir schon dabei sind, kräftig zu überziehen, vielleicht ganz kurz, Eva Herrmann, was sagen Sie, wenn eine Frau alleinerziehend ist zum Thema Idealfall und Kindergrippe oder wenn die Einkommensverhältnisse der Eltern so niedrig sind, dass sich beide gezwungen sehen, arbeiten zu gehen? Also das ist unser politisches Programm, dass Frauen arbeiten gehen müssen, in aller Regel. Es sind die allerwenigsten, die sich noch leisten können, zu Hause zu bleiben. Es ist eine ganz dünne Oberschicht. Wenn wir uns ansehen, dass im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD der Satz steht, Kinder dürfen künftig kein Hemmnis mehr sein für Beruf und Karriere, dann wissen wir durch diese Aussage alles. Es heißt nicht umgekehrt, der Beruf darf kein Hemmnis für die Kinder oder Familie sein, sondern die Kinder dürfen nicht mehr stören, damit wir Karriere machen und erwerbstätig sein dürfen müssen. Des Weiteren wissen wir, dass die Frauen heute überhaupt keine andere Wahl haben, weil sie wissen nicht, kommen sie wieder rein in den Beruf, nimmt man sie wieder, wenn sie länger als ein halbes Jahr oder so draußen sind. Wir wissen, dass Frauen Beitragszahler sind, die wir dringend brauchen für unser marodes Sozialversicherungssystem und die Steuern. Und wir wissen, dass eine Frau heute immer noch 23% weniger verdient als Männer, also eine billige Arbeitskraft ist. Und deswegen Politik, Wirtschaft, Industrie im Schulterschluss wollen die Frauen in die Erwerbstätigkeit drängen, sprechen von Wahlfreiheit, wenn sie sagen, Kinderkrippen sind unser Angebot. Dabei ist das ein Zwang und hat gar nichts mit Wahlfreiheit zu tun, außer das Geld, was ein Krippenplatz kostet, würde an die Frauen gezahlt werden und dann hätten sie die Wahlfreiheit. Ich verbeuge mich vor der Tapferkeit und dem Mut einer Frau wie Eva Herrmann oder einer Christa Mewis oder einem Weihbischof Laun oder der Mut und der Tapferkeit auch eines Kardinal Meißners, denn die Gefahr ist immer groß, dass man heute gleich in der rechten Ecke landet. Herr Bayer. Christa Mewis hat vorhin gesagt, Mutterschaft ist der wichtigste Beruf. Ich freue mich, dass wir hier in unserer Runde einen Unternehmer haben. Ich begrüße sehr herzlich Wolfgang Krupp, bekannt nicht nur durch die Werbung, sondern auch durch viele Talkshows. Er ist der Inhaber der Trigema, des Trigema-Unternehmens, und ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Sehen Sie das auch so wie Christa Mewis? Ist Mutterschaft der wichtigste Beruf? Und ich darf gleich eine zweite Frage dranhängen. Die vielen Frauen, die bei Ihnen im Unternehmen tätig sind, wie ermöglichen Sie denen, diesen wichtigsten Beruf, den zweiten Beruf, nämlich Mutter zu sein, auch zu leben? Gut, also zunächst das, was Frau Mewis gesagt hat, da ist nichts hinzuzufügen. Das ist die Basis unseres Lebens, denn wir müssen wissen, dass die Familie die Basis unseres Lebens ist. Und wenn wir ein Zusammenleben haben wollen, egal wirtschaftlicher Seite oder mit Kindern in der Familie, ist die Familie das A und O. Und das müssen wir... Und das müssen wir Unternehmer wissen, wenn wir Erfolg haben müssen, muss die Familie stimmen, denn aus der Familie geht viel Kraft heraus und wir brauchen die Kraft, um anschließend auch im Unternehmen die Leistung zu haben. Und deshalb ist es für mich ganz selbstverständlich oder wichtig, dass wenn ich eine gute Leistung von meinen Mitarbeitern haben will, dass ich vor allem schauen muss, dass die Familie intakt ist bei den Mitarbeitern und dass ich als Unternehmer als Erster die Vorbildfunktion habe mit meiner Familie. Und deshalb sage ich ganz klar, meine kleine Familie muss das Vorbild für die große Betriebsfamilie sein. Das muss eine Harmonie sein. Und wenn das stimmt, dann stimmt auch die Leistung. Und dann kann man auch Erfolg in Deutschland haben. Ich darf also alles, was Frau Mewis sagt, unterstützen. Ich freue mich natürlich, dass Frau Herrmann den Wandel der Zeit oder den Wandel bei sich selbst rechtzeitig erkannt hat. Ich bin natürlich bei Frau Herrmann noch bei ihr in Hamburg eingeladen gewesen, wo es noch eine ganz andere Frau Herrmann war. Und ich war überrascht, dass sie doch plötzlich, als ich in der Presse las, dass sie selbst ihren Position aufgegeben hat, das ehrt sie. Und macht sie zu einer Dame, die als Vorzeigedame in unserer heutigen Zeit da ist. Und das finde ich ganz wichtig. Wir müssen zeigen, dass nicht das Machtstreben, das Berufsstreben für die Frau das Wichtigste ist. Das Schönste und das Wichtigste ist,
Mutter sein für Kinder und die Kinder müssen Achtung vor den Eltern und Achtung vor der Mutter haben. Diese Gegenseitigkeit, das ist ganz wichtig für unsere Basis unseres Zusammenlebens. Lassen Sie mich aber noch eine gewisse Problematik anschneiden, die wir heute in unserer Gesellschaft haben. Uns fehlen die Vorbilder, das habe ich schon angedeutet, und da spreche ich vor allem die Medien an. Das, was die Medien bringen, ist natürlich...